So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Proband 360. Ja, das war klar, dass mein Handy jetzt wieder meine Trinkerinnerung macht. Es tut mir leid. Irgendwie wartet das Handy immer, bis wir Let's Playen. Ah. Ja, du wusstest doch, dass du das Licht ausmachen musst. Okay. Und jetzt gehen wir in den Heimgang. Oh ja, schön. Wenn ein Sarg das erste ist. Ist das unser Sarg? Oder? Ich hoffe nicht. One of the fiendish spirits set his sights on a little boy, plaguing his dreams every night. Okay, wir müssen wieder wahrscheinlich hier alles ein bisschen zurechtrücken. Genau. Okay. Ja, er gehört auf seinen komischen Schädel noch, oder? Gut, da konnte ich gar nicht viel machen, weil du warst schon overpower this first soul. Every soul under his control after that would only make it harder for others to resist. Moment. Er musste diese erste Seele überwältigen. Okay. Jede Seele, die er danach unter seiner Kontrolle brachte, macht es den anderen schwerer, sich zu widersetzen. Ich verstehe den Satz gerade irgendwie nicht. Wem macht es schwerer, sich zu widersetzen? Naja, wahrscheinlich den Seelen, die er schon besessen hat. Also, dann wieder rauszuwinden quasi. Aber genau von solchen komischen Viechern, die unterm Bett sind oder so, von sowas habe ich als Kind auch immer geträumt. Habe ich immer unter das Bett geguckt. The boy's fragile and innocent soul never stood a chance against the cunning demon. Sorry, aber ich stand echt voll auf dem Schlauch, ne? Ja, alles gut. Ich habe es jetzt mal so gesagt, wie ich es vermute. Also, es kann auch sein, dass es falsch ist. Ich denke, was gehört in ihr Haar? Ihr Gesicht, ja. Ihr Gesicht. Da gehört was hin. Was noch Schönes? Ein Schwert. He appeared as a little girl, sensing the boy's dearest wish to have a sister. Ja klar, jetzt erkenne ich das Mädchen auch wieder. Wir hatten ja schon mal das Thema, dass sie sich als andere ausgeben, ne? Was war das? Ein Griff? Ein Schubladengriff. Schublade. Okay. Gut. Entschuldigung, jetzt hatte ich meine Finger die ganze Zeit verbunden. Den Sarg. Ich will nicht. Oh, Zahnrad. Oh nein, oh nein, nein, ich will das nicht. Nicht schon wieder. Nee, das ist zu groß. Ja, genau, sowas habe ich jetzt total los. Oh, ich frage mich nur gerade, wo ist der Anfang? Wo wir anfangen müssen? Müssen wir beide irgendwie da an die oberen Zahnräder andocken lassen oder was? Es muss halt. Es muss alles reingewurstelt werden, wahrscheinlich. Das passt nirgends. Ich sag dir was, das passt nirgends. Ich sag dir was, das ist falsch programmiert. Genau. Das stimmt irgendwas mit der Programmierung nicht. Das passt auch nicht, nein. Nee. Was passt denn überhaupt? Das passt auch nicht. Also das Große, das muss ja fast schon als erstes irgendwo mal platziert werden. Dann, das passt auf jeden Fall. Das könnte gehen. Bei den anderen beiden bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt, ob die ineinander greifen. Es scheint nämlich nicht so. So, aber... Ja, ja, ich weiß schon, dass okay. Ja, lass es vielleicht. Ja, das könnte gut das, sein. Das sieht das, gut aus. Ja, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Die Arme ist falsch. Deine Mutter ist. Entschuldigung. Tausch mal, Ich war gerade. Ja, etwas genau. Awesome. Ja, genau. Perfekt. Aha. Und was passiert ist? Uah. Hallo? Sir, Ihnen fehlt da ein Auge. Der erinnert mich voll an die Horrorserie, die es damals gab. Geschichten aus der Gruft. Ja, genau. Geschichten aus der Gruft. Ja, Entschuldigung. Ach, ist das süß. Wir richten ihn her. Wir richten ihn ein bisschen. Die Spinne. Ich habe jetzt leider kein zweites Auge für Sie. Aber wir kommen nochmal wieder, Mr. Schauerlicher Fürst. Kann ich hier nichts mehr machen? Doch, weitergehen wahrscheinlich. Ja, wie denn? Da war doch ein Pfeil nach unten. Ja, Toms Wohnzimmer, dann komme ich hier wieder zurück. Vielleicht muss ich da die Schublade öffnen. Ich finde sie. Ein bisschen creepy? Ja, da hast du recht. Da müssen wir rein, wahrscheinlich. Nee, hier weiter. Irgendwo war doch eine Schublade, die ich öffnen wollte. Ach Gott, die war im Krankenlager, oder? Kann das sein? Nee, hier? Hier kann ich mich nicht an der Schublade erinnern. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay, also wir müssen da bleiben. Schauen wir uns nochmal in Ruhe um hier.
Ah, ja, ja, genau. Ah, da, genau, da konnten wir mit unseren Holzfingern nicht reinfassen. So, ein da Auge. Ist ein Auge. Ja, sehr gut. Ach, nur das Auge brauchen wir? Schenken wir dir das Augenlicht. Dann dieses wunderschöne Zimmer. So, bitteschön, dein Auge. So. Was gibst du mir jetzt dafür, dass ich dich hier so schön hergerichtet habe? Den sicheren Tod. You're Tom's father. Are you a ghost? No. I left your world long ago. What you see is Tom's memory of me. A fragment of a guilty conscience. A reminder of the terrible price he paid for befriending that monster. What did he do? It was just a little push down the stairs. He was protecting what I thought was an imaginary friend. But she wasn't anything but imaginary. How could my son resist her power? I don't hold him responsible, but he still blames himself. It's been eating away at him ever since. I'm here to stop her once and for all. Can you help me somehow? Tom continues to protect her, even though he doesn't want to. End his nightmare. End that monster. Release my son. Please. Ja, das probieren wir die ganze Zeit schon. Junger Herr. Wie? Ja, wie, das werden wir noch herausfinden. Gibt's sonst noch irgendwas oder. Was ist jetzt? Werden wir jetzt zugegast oder was? Was war das jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht, es gab ein Geräusch. Hat sich irgendwas geöffnet oder? Der Riss geht nach oben weiter. Ah! Ja, vielleicht müssen wir nach oben. Da, oder? Aha. Ich rüttel mal ein bisschen an der Wand. Ja, okay, dann verfolgen wir den Riss einfach mal. Ein Traumfänger. Sehr schön. Ich glaube, den können wir gut gebrauchen. Dunkles Zimmer, na herrlich. Prima. Ist ja schön. It's that Ach, place again. The little girl's room. I've got her now. Sicher, dass du sie in ihrer Gewalt hast. So sicher. I just can't get rid of you, can I? You insufferable pest. So, time to die, demon. When this is over, you won't be able to infest our world anymore. You know what hurts the most, Subject 360? I gave you a chance. I offered you a brighter future. I even forgave you your past sins. And still you insist on being a pain in my backside. You fought your fears well. Care to choose another? Nein. Ach du, eigentlich habe ich genug. Warum müssen wir denn auch noch auf ihren Scheiß eingehen? Das ist ja das Schlimmste. I'm through pulling punches. It doesn't matter what you choose now. I'm going to release them. Nein! Oh, I will wipe. Was? Out. Na, da haben wir ja was Schönes angestellt. Hui, was bist du denn? Wow, Moment. Lass sie uns in Ruhe. Ich will meinen Traumfinger ziehen. Ich will dich, Traumfinger. I choose you. Okay, unsere Angst ist schon mal am Anschlag. Kannst du bitte weggehen? Du unheimliches Ding. Ja. Können wir irgendwas machen? Hier. Friss das. Ja. Ah, du musst ablocken. Ist nicht so schwer, oder? Weil das Ding relativ riesig ist. Der Traumfänger ist ja echt riesig. Das ist meine Chance. Ich weiß sogar nicht, was ich machen muss. Gute Frage. Ja, wenn ihr mir sagen würdet, was ich machen muss. Ach, du verbindest. Ach, ich muss dich. Das Zeichen nachmachen. Okay, Moment. Ja, okay, jetzt hast du schon verkackt. Ja, ich hab schon verkackt. Es wusste ich nicht. Ich hab nicht verstanden, was sie von mir wollte. Da gab's ja auch keine Erklärung, deswegen. Alles gut. Jetzt beim nächsten Mal wird's klappen. Genau, und mit jedem Teil, was wir fangen von dem, können wir aufladen. Also, das geht so. 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 Und so. Das, nee, war nicht, das war schräg nicht, genug. Das war nicht korrekt. Das habe ich selber gesehen, als ich dann fertig war. Mann, mussten die so ein kompliziertes Zeichen nehmen, damit sie einfach quadratlos sein können? Ich
bin mir sicher, das werden wir auch noch meistern. Okay, also so, so, so und so. Genau, sehr gut. Wow, da war Bums dahinter. Jetzt macht sie sich ins Hemd. Ich glaube, wir müssen sie verfolgen. Du. Wer bist denn du? Die kleine schon wieder, die Wadenbeißerin hier. Was willst denn du jetzt? Lass mich doch mal in Ruhe, du. Das ist ins Handgelenk, kleine Drecksau. Kind, ey. Oh. 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 Es wird enger, es wird enger. Ich stehe nicht so drauf, wenn... Ach, er wird auch gefressen hier. Tom! Muss ich jetzt zu ihm, oder was? Oh. Ja, wenn wir durchkommen. Never. Wir kriegen dich schon noch. Oh, erhabener Indianergeist. Also, Indianergeist. Das ist konform, darf man das so sagen? Ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich Pumpe. So. Ja, aber sonst geht's euch gut, ja? Das ist natürlich böse. Ja, da. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt richtig ist. Ja, sehr gut. Ja. Auf Anhieb. Verrecke, du Dämon. Aber es wird mindestens noch einen Hieb brauchen, ein Dino-Ei. So stelle ich mir ungefähr das Ei von T-Rex-Babys vor. Ja, was soll ich jetzt machen, deiner Meinung nach? Jeder Schritt bringt mich denn hier. An den Riss wieder irgendwie, oder? Ach Gott. Ach Gott, okay. Ist ja. Macht jetzt zwar wenig Sinn, die alle einzeln anzuklicken, aber ne. Tja, hätte wäre wenn, ne? Ja. Ich war schon immer einfach. So wie es die letzten Male geklappt hat, oder? Those are big words coming from you right now. How much longer do you really think you can keep this up? Meines anzähligen Lebens? Na komm, zerschmettere uns, allmächtiger Zerschmetterer. Ist übrigens Copyright bei mir. Ich weiß. Ich weiß, ich muss es nur sagen. Wer es weiß, welcher Film, dann kannst du ja gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. Gut, was kommt jetzt wohl für ein Muster? Ja, wahrscheinlich jetzt das komplizierteste von allen. Oh. Ja. Fangen in der Mitte an. Schon genau. Recht. Dann da genau. Genau. Dann nach unten. Saki, dann da, genau. Ja. Wow. Perfekt. Bist du jetzt vielleicht doch endlich mal tot? Das war jetzt, glaube ich, der Gnadenschuss. Ui. Tom? Ganze Wohnung wackelt hier. Komm mit mir. Tommy! Tommy, du bist irgendwie weggesprengt von uns. Was ist denn da los? Soll ich ihn jetzt retten? Oh Gott, dieser Riesenteddy. Mit dem Riesenteddy. Tom, I need your help to cross over. You killed her. You killed her. Ich musste. Snap out of it. Grab that plank to help me bridge the gap. She's gone. Jetzt komm, what? Wenn du leben willst, dann bridge? Reiß grab dich zusammen. The damn plank and set it down so I can cross. Cross over. Okay. Okay. Danke. It's time to go, Tom. Okay. Okay. Das geht bestimmt nicht so einfach. Just step away from the door. I'm going to blast it. Warum sprengst du sie weg? Mit dem Traumfänger, oder? Ich wette, so einfach wird's noch nicht gehen, wie wir uns das jetzt vorstellen. This is it, Tom. Give me your hand. We're out of here. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was bei dieser Riesenpuppe. Nein! Nein, sie hat ihn getötet! Oder? Ich weiß nicht, sie ist ja durch und durch. Ich weiß nicht, hat sie irgendwie seine Seele eingenommen oder was? Oder ich weiß es nicht. Ach, er sitzt hier wie so ein kleiner Penner da hier.
und chillt sein Leben, während wir um unser kämpfen mussten. Now I can tell my dad how sorry I am about what I did. I'm sure he'll forgive you, and I hope you can find peace. Sleep well, Tom. No more bad dreams. Er ist tot, oder? Ich weiß es nicht. Ruhe in Frieden, er ist Tom. Tot. Der ist tot. Der ist gestorben, weil sie durch ihn durchgefahren ist wahrscheinlich. Der Dämon hat ihn dann doch noch auf den letzten Metern gekillt. It's over, Howard. It's bitte, really rassier dich. Over. I don't believe it. You saved us all from that demon. Ja, bin ich ja. You're a real hero. So are you. Me? Oh no. Mm-hmm. I was mostly just hiding, waiting for something to happen, or for someone else to do something. If you hadn't saved me, I wouldn't have been able to stop the demon. That makes you a hero. Well, when you put it that way, I was kind of getting sick of my old nickname anyway. Howard the Coward. Howard the Coward. From now on, you shall be known as Howard the Empowered. At least as far as I'm concerned. Howard the Empowered? That has a nice ring to it. Thanks, Christine. Howard the Empowered. Howard the Hero. Howard the Savior. Oh, schlaf erstmal, mein Lieber. Was ist das für ein Gesicht? Hast du gerade eine Lähmung oder schläfst du? Weil dann müssen wir dich ins Krankenhaus bringen. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, nichts mehr zu tun. Es wird Zeit, heimzufahren. As I left Haven, keine bösen Überraschungen. I had to laugh. I had completely forgotten I was on my way to the seaside when all this started. Now that it's over, my mind can drift back to thoughts of sandy beaches and lazy days in the sun. I'm eager to put a long drive and good night's sleep between me and that terrible place. On second thought, maybe I'll skip the sleeping part for just a while longer. You never know. Kann ich verstehen. Ja. Ja, Leute, das war's mit Proband 360. Gutes Spiel. Ein gutes, spannendes Spiel mit viel Action. Hat Spaß gemacht. War nicht überlang oder übermäßig irgendwie künstlich in die Länge gezogen, sondern es war genau richtig, wie ich finde. Ja. Und es wurde eigentlich nie langweilig. Es ist immer was passiert. Man hat immer was zu tun und ich denke, es war auch für euch sehr unterhaltsam, weil ihr wirklich in jedem Video, glaube ich, genug Action hattet. Ja, also uns würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und wenn ihr es noch nicht getan habt, unseren Kanal abonniert, denn in Zukunft möchten wir gerne weitere solcher Spiele, natürlich auch andere Spiele, aber wir möchten auch gerne solche Wimmelbildspiele öfter noch gerne mit euch spielen. Wenn ihr Vorschläge habt, wisst ihr Bescheid, könnt ihr die immer gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten übergebe ich jetzt nochmal an Melly. Vielleicht möchte sie euch noch ein kleines Wort mitgeben. Ich habe eigentlich nichts mehr so viel zu sagen, außer dass das Spiel echt viel Spaß gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es rauskommt, ob es dann noch kostenlos, aber selbst wenn es dann was kostet, es ist es Geld wert. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Genau, also das Spiel, wir haben ja im ersten Teil, wenn ihr den gesehen habt, habt ihr ja schon gemerkt, es war zu der Zeit kostenlos eben. Es wird jetzt, wenn ihr das Video jetzt schaut, wird es nicht mehr kostenlos sein. Da kostet es, glaube ich, 9,99 €. Aber ich denke, das Geld ist es wirklich wert. Man hat ja doch ein paar Stündchen Spielspaß gehabt. Und sowas darf man schon unterstützen. Ja, dann lassen wir euch jetzt mit diesen Eindrücken hier alleine. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.